Was ist denn hier los? In Affoldern wurde das erste auf dem Kopf stehende Haus in Hessen errichtet. Am Ostersonntag eröffnet die neue Touristenattraktion, die von drei Privatinvestoren aus der Region in mühevoller Arbeit realisiert wurde. Kochtöpfe, Tische, Betten und sogar eine Badewanne und Toilette hängen im tollen Haus am Edersee unter der Decke. Von der Idee bis zur Eröffnung vergingen 2,5 Jahre. Bei der Ausstattung achteten Mike Zeleznik, Rainer Klassen und Michael Neuschäfer-Ruhbe auf jedes Detail. Sie hoffen nun im Jahr des 100-jährigen Bestehens des Edersees auf einen guten Start in die Saison.